Wir hatten am Wochenende eine sehr, sehr gute Bundesversammlung mit einer außergewöhnlichen Rede von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Er hat die Richtung vorgegeben, also auch im Russland-Ukraine-Konflikt. Das war gut, das war wichtig, da stellen wir uns hinter. Und natürlich wird das auch heute in der Fraktionssitzung eine Rolle spielen, auch angesichts des Besuches unseres Bundeskanzlers in Russland und in Moskau. Das ist ein Thema, was uns bewegt. Ein weiteres Thema, was uns bewegt, ist immer noch das Thema Corona, ist das Thema Impfpflicht. Auch darüber werden wir heute in der Fraktion ausführlich diskutieren und wir werden uns positionieren. Daneben ist es so, dass die ganz normale Oppositionsarbeit auch weiterläuft. Wir haben 10 Anträge, die wir stellen. Da geht es um Zinsen für Steuern, da geht es um gleichwertige Lebensverhältnisse. Das heißt also, die Opposition läuft und die Oppositionsarbeit funktioniert. Für mich ist das heute das letzte Pressestatement als Fraktionsvorsitzender. Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich bei Bülent Ürük, meinem Pressesprecher, bedanken für die Zusammenarbeit und wir werden uns an der einen oder anderen Stelle sicherlich wiedersehen. Vielen Dank. Wir haben eine Frage. Frau Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk, bitte. Herr Brinkhaus, dann gestatten Sie mir die persönliche Frage, wie sehr bewegt Sie das auch, dass Sie den Fraktionsvorsitz jetzt abgeben müssen und wo genau sehen Sie Ihre Rolle? Hat Ihnen Friedrich Merz da vielleicht etwas in Aussicht gestellt? Also ich habe das gerne gemacht, ich habe das geatmet und gelebt, also das war unglaublich schön und herausfordernd, die Aufgabe, gerade auch in den Regierungszeiten, in sehr, sehr schwierigen Zeiten mit der Corona-Pandemie, mit schwierigen Zeiten für die Fraktion. Aber wie gesagt, es war auch eine gute Zeit und insofern gehe ich da ganz mit mir im Rein. Und wo mein weiterer Weg hinführen wird, das wird man noch sehen.